Hallo und herzlich willkommen zu Couchnobs! Mit Furi! Mit Furi! Furi! Der Brox ist auch da! Ich glaube ja, das hat was mit Donnie Darko zu tun, der Hase ja, da unten wahrscheinlich. Weg. Ich liebe dieses Spiel! Purple Rain! Aber dass ich dieses Spiel liebe, haben die meisten wahrscheinlich eh schon herausgefunden. Good, bad and game. Ja, genau. Es ist so geil. Wir werden schauen, dass wir pro Episode einen Boss machen. Ja. Ja. Das könnten also ein bisschen längere Episoden werden. Also? Also nicht, weil ich so lange an denen hänge, sondern eher, weil die Bosse durchaus länger dauern können, einfach, auch wenn man sie gut beherrscht. Vor allem auch die Vorphase von jedem Boss. Ich möchte nichts in einer Episode zeigen vom Boss. Ne? Das ist das Problem, weil wenn man nur die Vorphasen hat... Oh, es ist so geil. Allein wie das Spiel anfängt. Sagt alles. Peter Pader. Ist der große Böse? Das hat zumindest hat so den Eindruck, wenn man das Spiel startet, ne? Aber es ist gleich der erste Boss. Achso. Sind wir das? Nein, das ist der Kollege, der uns frei macht. Arbeit macht frei, oder was? Nein. Nein? Doch. Der schaut aus wie ein bisschen wie der Mad Hatter. Ja. Die Character Designs in dem Spiel finde ich so geil. Sie sind irgendwie random. Ja. Man merkt total, dass es aus der Feder von dem Typen kommt, der Afro-Samurai gemacht hat. Echt, ja. Afro-Samurai. Ja gut, aber dieses Afro-Samurai-Spiel war ja der Urschaß. Ja. Angeblich. Das ist das richtig gute Afro-Samurai-Spiel. Mit weniger Afro und mehr Samurai. Mit weniger, aber Afro schaut schon ein bisschen. Ja, das Spiel hat Gott sei Dank eine... Okay, gut, ich muss walken, also drücke ich einfach nur auf X und er walkt zum nächsten Boss. Wirklich? Funktion, ja. Weil so ist das Spiel aufgebaut. In Wirklichkeit sind das nur Cutscenes, wo dir was erzählt wird und dann geht's los. Achso. Es ist ein Boss-Rush-Game. Nur Bosse. Ein Boss nach dem anderen. Und zwischen den Bossen gibt's ein bisschen Walking und wird dir erzählt, was der nächste Boss denn so ist in kryptischen Sachen. Ja, das hättest du gern. Du bist der Erste. Du bist irgendwie überhaupt nicht bedrohlich oder sonst irgendwas. Naja, schon sehr bedrohlich. Nee. Also beim ersten Mal spielen merkt man das schon. Das sind alle Level, oder? Ja. Wir arbeiten es von oben nach unten durch. Okay. You choose, I choose to die. Ah, das Character Design ist so geil! Ja, ist gefällt mir. Ja. Boah, kriegt ihr gleich einmal Fred auf die Fresse. Fred auf die Fresse. Piu. Ja, okay. Er ist schon recht langsam. Er kann gar nichts. Man muss dazu sagen, du hast gerade vorher gesehen, wie ich den siebten Boss versucht habe. Und ja, da hast du schon einiges von dem harten Shit erlebt, den es da in dem Spiel so gibt. Harten Shit? Ja. Du kannst gleich von Beginn an alle Techniken. Ja. Oh. Und du musst ihn halt immer in Zweikampf zwingen, oder was? Ja. Also ich muss einen Charge Slash machen, deshalb. Das schaut aber mal cool aus. Diese Mini-Cutscene-Attacks und so sind schon sehr geil in dem Spiel. Nett. Also es gefällt mir schon sehr. Das erinnert mich an meine Zeit zurück, wie ich ein Samurai war. Da habe ich auch immer Charged-Attacks machen müssen. Ja. Damit der Boss Schaden kriegt. War das zufällig im feudalen Japan, als du versucht hast mit der britischen Armee die alten japanischen Wege auszulöschen, wo du dann leider Gottes zurückgelassen wurdest, sterben im Wald. Ja. Wo sie dich dann bei sich aufgenommen haben und wieder aufgedoktert haben und dir dann die Wege des Samurai gezeigt haben. Woher weißt du das? Ich weiß nicht, nur so ein Gefühl. Sie haben meinen Namen nicht richtig aussprechen. Haben sie immer nur Brückese! Brückese! Ja, nein, das Problem war, dass ich dadurch, dass ich schon früher irrsinnig viele
schlechte Taten gemacht habe, ich extrem viele Albträume hatte, urviel Stargeting. Aber meine Gastgeberin war zum Glück sehr geduldig. Ah, okay, gut. Die war nebenbei die Schwester vom Obersamurai. Übrigens, für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, es geht übrigens definitiv nicht über den Film Last Samurai mit Tom Cruise. Ja. Was verstehst du an meinen Zeichen nicht? Ich hab's schon verstanden, aber ich wollte es einfach einmal herausgesprochen haben. Du bist ein Pfeil. Was denn, ne? Was denn? Was, Lila? Ah, scheiße, ich kack grad voll ab da. Get fucked! Bam! Warum hast du das jetzt unterbrechen müssen? Ich hätte den ganzen Film. Hättest du wirklich den ganzen Film so erzählt? Den ganzen. Die Angst hatte ich tatsächlich. Ja, warum? Es ist aber unlustig. Ja. Ich meine, ist schon klar, dass du das kennst, den Film recht belächelst. Ich mag den aber auch sehr. Ich mag den Film irrsinnig. Weil der Soundtrack super ist. Unter anderem. Ich finde die Mechanik, dass wenn du blockst, dass du dich heilst, recht cool. Ja. Was heißt Kyrie? Kyrie! Ich sag so Tyrie. Tyrie! Oh, Hack and Slash! In deine Fresse, warum hat der eigentlich so eine Radioschüssel hinten am. Weil, well, because Japanese Design. Japanese. That's why. Das haben Japaner Design? Ja. Sieht man gar nicht. Na, gell? Überhaupt nicht. Was haben eigentlich Japaner mit der Afro-Kultur eigentlich am Hut? Keine Ahnung. Die dürften ja alle irgendwie total begeistert sein von Schwarzen, weil wir sowas nie sehen. Wahrscheinlich, ja. Oh, Rukuete Brekugai! Brekugai! Also irgendwie erinnert mich der an jemanden. Ja, an wen? You are not prepared! Ja. Sagt er zum Truton aus dem Backrohr, der Illidan. Mm. You are not prepared. Ha, 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 ha. Bam, badam, bam. Nein, das ist eher ha. Das ist der Irikuk. Irikuk? Irikuk. Das ist der Iridan. Irikuk. Irikuk. Eieiei, ich habe eine ganze Energie für Super Mario ausgegeben, jetzt habe ich dafür keine Energie mehr. Aber ich bin froh, dass nur du wieder spielen musst und nicht nur nebenbei sitzen und nur blöde Sachen erzählen. Das Problem an dem Spiel ist, ich würde ja tatsächlich sagen, wir machen vielleicht auch mal hier und da mal einen Run, wo du das ausprobierst, aber ich glaube, das wird zu lang dauern, weil ich habe echt lang gebraucht, bis ich die Bosse überrissen habe auch. Das ist reines Lernen echt von den Dingen. Lächerlich eigentlich. Aber wenn man sie einmal down hat, hat man sie down. Wenn man sie down hat. Wenn man einmal eine Phase so richtig drin hat, dann kann man. Die nächste Phase ist halt immer diese, oh, super toll. Ja. Bin so cool und du nicht. Und das habe ich eh auch schon gesehen. Ich finde die Musik in dem Game so geil. Ja. 90s Rave. Kommst du da ein bisschen in Bedrängnis? Ja, ein bisschen. Hast du nie vergessen? Schon wieder? Noch einmal? Was ist da los? I'm gonna kill you. Warum müssen alle immer irgendwen umbringen? Ich versteh's nicht. Wie oft kannst du dich jetzt porten? Das kann ich so oft machen, wie ich will, aber. Hat das einen Cooldown? Minimal, so ganz, ganz wenig. Es macht nicht wirklich einen Unterschied, aber das Problem ist, du musst halt halbwegs hinkriegen von der Distanz. Reichweite und so, weil du kannst sie noch aufladen, dann hast du höhere Distanz und so. Also umso länger die gedrückt ist, umso höher es ist. Umso höher ist die Distanz. Du hast ja eh vorher, wo wir kurz eingespielt haben, gesehen, wie wichtig das teilweise sein kann, der Millimeter.
Ja, habe ich gesehen, Jaden. Ja. Da würde ich sagen, wir machen mal. Naja, das. Also? Wenn wir dann im nächsten Bereich ankommen, ist Schluss. Also gibt es nicht nur einen Boss pro Bereich? Es gibt immer nur einen Boss pro Bereich, schon. Achso, ja. Ja. Heute pfeifen. Tot bist. Die Maske ist super, die möchte ich haben. Schon, gell? Step closer to freedom. The bad news? There's more out there waiting for us. But don't worry. I know them. I can help. Believe me, what's waiting at the end of all this is so worth the trouble. Ah. We're in the same boat now. He's talking about the pool. Oder? Nein. Doch, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worüber er redet, und ich bin der Meinung, der wird mich am Ende betrügen und ich muss ihn killen. Wahrscheinlich. Dieses alte japanische Klischee. Der Lehrmeister ist dann der Endboss. Ja. Gab's ja bisher noch in keinem einzigen Spiel. Nächstes Mal bei Kotschubs geht's weiter mit Fury. Chubba. Fury. Fury. Vielleicht heißt doch Flu Fully. Fury. Fully. Ich hab's nicht gerechnet. Nein. Nein. Mit so einem lauten Aufschrei des Wonder Woman. Es geht ganz, ganz einfach. Ich muss nur.